Oh, I'm running out of money. Das ist natürlich blöd. Ja, Schulden aufnehmen. So, das ist jetzt angebunden. Und jetzt können wir hier den Weg wieder errichten. Genau. Mülleimer hin, Bank hin. Na gut, heißt es halt einfach Gag. Ein Witz, das andere heißt Gag, was drunter liegt und... Genau, eine Mark. Fünf Boote, machen wir mal drei. Ich will es halt jetzt wegen dem, wie gesagt, wegen dem Soundbug. Wie sich das da auswirkt. Die Fahrt ist ja eh schnell vorbei. So, was sind wir jetzt schon? Bei 7000 sind wir schon. Da haben wir es dann schon gleich geschafft hier, Mensch. Eine Achterbahn gebaut und fertig. Jetzt kommt der Landschaft ein Themengestell. Na gut, das brauchen wir eigentlich nicht wirklich, aber was man von Attraktionen würde ich so immer absehen. Läden, Stände, ne, wir haben Getränke und Hamburger, aber vielleicht kommt noch was anderes rein. Von daher lasse ich das jetzt mal. So, die Bahn läuft. Na gut, wenn wir schon die Wasserecke haben, dann... Na gut, die Frage ist, ob man das jetzt wieder anbinden will. Dann machen wir halt... Ah, nee. Geht das überhaupt? Ah, nee. Ich müsste doch eigentlich... Achso, na gut, dann ist das vielleicht hier hinten dann zu eng, wenn ich dann hier noch die drei Attraktionen ineinander tüdle. Gut, hier kann man ja einfach mal, ich zeige euch mal, was ich meine. Das hier so drüber. Reicht im Grunde auch einfach dann hier raus, runter. Und fertig. Es muss ja jetzt nicht immer groß die spektakulären Bahnen sein. Hier. So, jetzt habe ich wahrscheinlich den Eingangsweg verbaut. Müssen wir gucken. Sonst baue ich es einfach drüber. So, Testfahrt. Oh, wir haben schon ordentlich Geschwindigkeit drauf hier. Muss ich mal so sagen. So, kann ich jetzt hier direkt steil runterbauen? Habe ich mir jetzt verbaut. Dann, na gut, dann kommt halt hier noch die dritte Warteschlange hin. Die wir dann irgendwie da drum steuern müssen. Aber das geht schon mal. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber jetzt alle Wasserattraktionen übereinander. Ich könnte mal wieder speichern.
Und der andere Weg geht dann halt hier runter. Ich hoffe mal, dass ich da rumkomme. Das ging nicht. Geht das so? Das muss man hier blind bauen, aber nee, genau so. Oh. Witz, Joke, nee, Gag, und dann ist das Joke. Joke, nee, nicht Schweizerdeutsch. Oh, warte mal, jetzt habe ich ja diesen komischen Bug. Wie war noch, wie haben wir das gemacht? Jetzt geht's wieder. So. So ein äußern sich, dass der Eintritt günstig wäre. Achso, warte mal, was nehmen wir hier? 2 Mark. 2 Mark. Ja, will ich bei Gag auch 2 Mark nehmen. Höchster Besuchwert im Land. Haben wir jetzt bekommen. Und den ersten Gewinn. Habe ich jetzt gerade schon gespeichert? Ja, habe ich. Ich mache nochmal. Weißt du, mir geht es gerade nicht sicher. Also die Leute kommen ja aber nicht an bei Joke. Weil sie so viel nicht bezahlen. Oder für eine Mark gehen sie rein. Okay. Und Gag. Da ist den 2 Mark auch zu teuer. Ja, aber Hauptsache für die Wildwasserbahn zahlen sie 2 Mark. Ne? Genau. Wobei Gag anscheinend auch grottige Werte hat, ja. So bezeichne ich für Gag. Na komm, gehen wir runter mit dem Preis. Bieten wir es mal ganz preiswert an für den preisbewussten, sparsamen Freizeitparkbesucher. So, unbekannt. Verkehrswert des Parks 10.000. Theoretisch wäre es jetzt schon geschafft. Ich habe gerade wieder eine Speedrun-Idee für das Ding hier. Wenn das so schnell geht. Ladenstand kommt. Ja, mal gucken, was es wird. Eigentlich müssten wir jetzt den Verkehrswert nur noch nach Hause bringen. Wie man immer so schön sagt. Aber der wird ja mit der Zeit dann wahrscheinlich auch runtergehen. Aber wenn wir dann immer ab und zu mal so neue Attraktionen bauen, dann dürfte sich das, glaube ich, ausgehen. Also denke ich jedenfalls mal. Die Warteschlange beim Boomerang ist voll. So, was haben wir noch? Ich meine, eine kleine wilde Maus könnte man ja nochmal bauen. Die haben halt den Vorteil, dass die auch relativ kleinen Abdruck haben, so von der benutzten Fläche her. Was man da an Platzbedarf braucht und dann trotzdem relativ gut ankommen, hat ja schon unsere bisherige Erfahrung gezeigt, dass man da mit einer wilden Maus ganz schnell. Hier so eine Stelle würde ich mir gerne offen halten, falls es dann diese senkrechte, droppende Achterbahn gibt. Ich lasse die wilde Maus mal hier starten. Na, lieber hier vielleicht. Achso, das ist das Haus im Weg. Dann machen wir einfach noch eins weiter.
Achso, warte mal, ich kann hier unten einfach. Ah, wirklich, wenn ich den von der Kurve her zu extrem die Werte, hä? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit einem Stück hoch. 7 ist wahrscheinlich zu hoch. Machen wir mal 6. Ja, dann nutzen wir das, damit die Bahn hier nochmal runterkommt. Das wird die Bahn doch umfangreicher, als sie eigentlich werden sollte. Aber na gut, egal. Ich wollte ja eigentlich klein machen. Wir könnten jetzt natürlich hier rumbauen. Dann hier nochmal so eine Drop-Stelle bauen. Oh, jetzt ist ja das Problem, dass der Park. Einfach hier hinten noch mal runter. So, es ist ein Fußweg im Weg. Luftballonstand. Achso, ich bin ja gar nicht da, wo ich hin will. Alles nicht hier. Muss doch möglich sein, hier mal eine einfache wilde Maus hinzubauen. Ich hätte die eigentlich gern hier so am Rand. Dass die erstmal hier am Rand.